hat Marci eigentlich Gegenstände in seinem Bad versteckt? Das frage ich mich von Anfang an, als ich Marci das erste Mal gesehen habe. Fragt Mike. Mike Simbi. Mike, was mit dir? Quatsch. Der hat da nichts. Ab und zu hängt da mal Essen drin, aber ansonsten. Warte mal, wobei. Oh. Krass, ja. Guck mal, was ich da gefunden habe. Ein Kronkorken. Der ist noch von gestern wahrscheinlich. Ja, was ich da auch manchmal drin habe, ist, wenn ich. Björn sagt, ich kenne Marci noch mit wenig Bart. Ja, der ist schon lange dabei, der Björn. Der kennt noch die dunklen Stunden. Mit viel Haare und wenig Bart. Okay, was haben wir hier zu tun? Den Kugeln hinterher. Na, supi. Mm-mm. Kugel. Dagegen hauen kann man. Uah. Aha. Da muss vielleicht eine Kugel auch hoch. Was passiert, wenn du dich da drauf stellst? Aber schön. Okay, das ist einfach. Die kriegen wir hin. Ah! Nächste Kugel. Ach so. Ja, easy going. Und dort und dann reinwerfen, ne? Was passiert jetzt? Aha. Aha. Timing ist alles. Aber den Kugeln hinterher? Das kann es doch noch nicht sein. What? Warte mal, ist oben auf den Dingern noch, den Kugeln noch was? Da sind doch bestimmt noch oben drauf noch Sachen. Ja. Warte mal. Die holen wir uns erstmal. Aber das war einfach. Nur da. Ja, das war richtig einfach. Ist interessant, ne? Manchmal bist du da und kommst irgendwie nicht drauf. Ja. Dann ist es richtig knifflig. Und dann ist es wieder sehr einfach. Wilder Ritterbogen. Wow. Haben wir, glaube ich, genug von. Weiß nicht, was wir sonst noch so haben an Bögen. Ah, wobei, Soldatenbogen kann weg. Meine Oma arbeitet beim FBI, ich nenne sie immer Top Secret. Was, Mike? Was? Mike ist gut drauf. Was ist da los? Top Secret. Digga. Die ist total Top Secret. Das ist nicht schlecht. Ich kann drüber lachen. Ich kann sehr lachen darüber. Haha. Luna next. Luna, moin Luna. Uhuhu. Wir sehen uns Sonntag. So analog. Wer log? Anna. Wir sind schon relativ lange live, ne? Oh, ich muss immer noch auf Klo. Ist richtig witzig. Du warst irgendwie, wolltest du vorhin schon, bist immer noch nicht. Nee. Und ich trinke weiter den Goldsaft. Siegfried und Waldemar, das neue Team. Yeah, baby, ich freue mich, Scheiße. Baby, baby. Baby, baby, baby. Oh, I'm like baby, baby, baby. Scheiß Wetter hier. Oh, I'm like. Ja, aber geile, irgendwie geile Mondlandschaft. Finde ich schon ziemlich verrückt. Ich finde es hier unsympathisch. Hier war doch ein Turm irgendwo, haben wir doch gesehen. Ich kann mich nicht mehr erinnern. War. Oh, Neune? Nee, Dude. Plum Blurry. Meine Oma ist gerade in der Sauna. Hildegard. Jawoll. Ah. Oma-Witze. Wir sprechen dieselbe Sprache, lieber Chat. It's good. Ihr seid gut drauf. I like this. I like this very much. Amina, hast du Lust, mir meine Wärmflasche wieder heiß zu machen? Ich habe kalte Füße. Ist so. Ich verkneif mir das. Oh, ich dachte kurz, das wäre Neune, ey. Ohne Witz. Hey. Da ist bestimmt was dran. Ja, wo ist was dran? Hallo?
Das sieht aus wie alles, als wären das alles so Totenkopfschädel, ne? Mhm. Stars. Oh, ein Newbie. Fleet Admiral. 3 Sternchen und 1 Stunde zugeschaut. Schön, dass du da bist. Aber cool, ja, sammeln. Vielleicht, ich habe eben schon mal gesagt vorhin. Fuck you, ey. Es gibt beim 24-Stunden-Stream kommenden Freitag auf Samstag. Ist ein 24-Stunden-Stream, sehr großer, sehr schöner. Und da gibt es dann wieder fantastische Sachen zu gewinnen. Und da lohnt es sich, die Sternchen schon mal für zu sammeln. Da gibt es wirklich geilen Scheiß zu gewinnen. Kann man so sagen. Warte mal, ich bin mir gar nicht sicher, was für eine Gegend das jetzt hier ist. Komm nun her. Tata hat schon 15 Sternchen verdient und 4 Stunden zugeschaut. Sehr gut. Genau, 2.6. Matizzle, 24 Stunden lang. 24 Stunden lang. Das wird richtig großartig. Oh, den retten wir mal schnell. Rettung! Bock! Puh, jetzt ist wohl ein Dank angebracht. Nimm das hier als kleine Anerkennung. Monster Essence. Monster Essence. Dieses dubiose Genussmittel ist aus Kiltons Monsterforschung hervorgegangen. Mischt man es unter andere Zutaten, soll es ungewöhnliche Monstergerichte ergeben. Sorry. Das ist ja verrückt. Das ist ganz... Goldschmied! Hallo! Moin! Na? The True Good. Ich habe schon gewonnen, denn ich habe euch kennenlernen dürfen. Oh, wow. Oh, wow. Dankeschön. Ein Italiener, ey. Ah, fuck, das habe ich nicht gelesen. Er soll Akala sein und Nähe eines Teiches, der wie ein Totenkopf aussieht, weil so viel weiß ich. Aber wo genau das ist, habe ich noch nie gesehen. Wie was ist? Nochmal. Was ist da? Kilton vom Monsterladen ist komplett auf Monster fixiert und erforscht angeblich ihr Verhalten. Ich will ihn unbedingt einmal treffen, nur um zu sehen, was er für ein Typ ist, okay? In Akala gibt es einen Teich in Form eines Totenschädels, okay. Mhm. Akala. Wo war denn Akala nochmal? Ach, Goldschmied ist schon die ganze Zeit da, okay. Der ist also einfach ein bisschen am rumcruisen. Oh nein, Stromski sagt, am 2.6. sind Lilly und er auf dem Geburtstag den ganzen Tag. Fuck. No. Was für ein Pech. Ja, aber das ist halt auch mal passiert. Das passiert mal. Aber vielleicht, ich meine, das sind ja 24 Stunden, dann könnt ihr den nächsten Tag, oh Gott, da will ich drauf. Was ist da drauf wohl? Da sind Dinge. Ich würde gerne den Turm als Ziel ansteuern. Können wir nicht erst da kurz noch da drauf? Ah, für 70. Geburtstag der Mama geht vor. Ja, voll, okay, nein, alles nee. Cool. Das ist vielleicht, sorry, ich kann leider nicht, Mama. Da ist ein Livestream, 24-Stunden-Event. Ohne Witz, die schaltet dir noch das Internet ab, von egal, wo sie gerade ist. Krog! Aha, aber vorsichtig, schwieriger Krog vielleicht. Flugkrog. Ist es ein Flugkrog oder ein Surfkrog? Flug. Nee. Guck mal, der ist sehr lang. Das wäre keine Distanz zum Rüberfliegen, das schafft man nämlich locker. Da muss man noch zusätzlich noch laufen. Locker. Easy. EZ. Und gib ihm! Ah, okay, sie sind die ganze Zeit nicht in der Gegend. Sie sind im Oberbergischen und deswegen nicht daheim. Oh Gott. Oha, es wird knapp! Ja. Lauf! Jetzt lauf! Der ist ja schräg. Oh, du hast mich entdeckt. Er ist ein Langer. Er ist ein Nulli, ey. Lauch. Hä, warte mal, war das der Turm, den ich gesehen hatte? Wahrscheinlich. Ja, das wird er gewesen sein. Wird er gewesen sein. Auf einmal ist schön hier. Jetzt ist angenehm auch. Unwirkliche Gegend, ne? Ja, ist total komisch. Wie gesagt, Mondlandschaft halt. Aber halt total cool, weil es alles so ein bisschen... Und so auch komplett unterschiedlich. Ja, aber alles so ein bisschen an Gegenden, die es irgendwie halt auch wirklich gibt, auf der Erde auch gibt, ne? Orientiert. So. Ich hatte das Gefühl, wir waren so nah an dem Schloss dran. Und wir weiter weggelaufen jetzt. Tomski, gibt es die eigentlich vom Studio aus oder von ihm zu Hause? Die The Tizzle Show? Von hier aus. Machen wir alles schön von hier aus. Damit wir alles schön im Blick haben. Schaludio! Die Pizza schmeckt so gut, schreibt Tata. Hör auf damit! Ob du wohl nicht so frech bist? Mein Güten, ey. Wo kommen wir denn da hin? Reicht mal den Finger, weißt du? Beißen sie dir rein. Oh, Alfonso, ey. Oh nein.
Ah, wir haben auch noch eins von den Labyrinthen nicht gemacht. Erinnerst du dich? Mhm. Oh, 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 alles voll. Alles voll. Oh, nee. Oh. Die noch. Da sind so viele von. Vielleicht Anti-Blitz-Dings-Schuhe oder so? Hilft das? Ist das eine gute Idee? Ich weiß es nicht. Tiffy geht nachher noch grillen. Geil. Stromski schreibt, wir twittern aber bestimmt mal betrunken euch zu. Das alles klar, das sind die. Das sind die, auf jeden Fall. Finde ich gut. Scheiße. Kannst du hier den, dein oh. Ah. Oh, nein, oh, das wollte ich nicht. Aber schlau hätte ich nicht gehört. Feuerpfeile gegen Blitzdings. Wir können mal gucken, hast du den Magnetdings? Ist da vielleicht irgendwie was Magnetisches im Boden? Im Boden? Im Links, im Teich? Nein, keine. Was man hochholen kann? Weil irgendwie müssen wir da rüber. Da ist ein Stock. Da schwimmt ein Alfons. Boah, da hinten ist richtig heftiges Gewitter. Siehst du das? Krass, da ist ein. Guck mal, wie krass das Gewitter ist. Das ist richtig geil. So eine Wolke. Und dann ist da so wie halt im Echten. Wie in echt. Könnt ihr die Lurche nicht einfach umklatschen? Ja, komm, wir gehen wir jetzt. Boah, er hat richtig, ey. Hast du denn. Hast du eine vernünftige Waffe? Ich meine, das ist nur so eine Mobkeule, die kann doch nichts, oder? Nee, kann nichts. 12, Alter. Guck mal, nee, hier sowas richtig dickes. So, zack, da sieht das nämlich schon ganz anders aus. Hinterher und dann direkt nochmal. Nicht? Okay, jetzt ist er komplett aufgebraucht. Ja, aber wäre geiler gewesen, das jetzt mit mehreren zu machen. Ja, ich will dann lieber gleich für mehrere haben, weißt du? Verstehe schon. Brauche aber jetzt erstmal wieder. Jetzt holen wir uns den hier. Wie lässig das ist mit diesem Gewitter. Aber ich glaube, es kommt auf uns zu. Ich habe das Gefühl, es käme auf uns zu. Dude. Eisklotz. Wir können Eis machen. Guter Hinweis, Tata. Einem solche Sachen immer nicht einfallen. Da schwimmen noch Alfonse auch noch. Ein ganzer Haufen. Mach auf jeden Fall noch so ein Eisdings. Schön. Ah, guck mal, da sind auch so. Da sind auch so diese Pilzdinger auf dem Boden. Ah, oh, bäh. Da kann man drauf stehen bestimmt. Meinst du, da kannst du schon drauf stehen? Ja, ich glaube das. Wahrscheinlich. Ja, komm her. Da hüpft er lang. Hüpf, hüpf. Oh, ich Idiot. Dein Ernst? Ist das alles? Ja. Er hat dir gegeben, Bruder, deine Ehre. Oh je, im Wasser ist. Ach, es war doch so klar. Vorsichtig, es ist nicht mehr so richtig viel. Schleimschnecke. Schleimschnecke. Oh, du hast nicht mehr viel. Du musst irgendwas nehmen. Zu dir nehmen. Würdest du bitte was zu dir nehmen? Was? Oh, jetzt ist das Gewitter voll über uns. Kannst du nicht bitte einfach versuchen, in die Mitte schnell? Dude. Take it. Eat it. Oh, wir kriegen ein Getränk. Aber dann mache ich mir richtig in die Hose, wenn ich jetzt ein Getränk trinke. Dann werde ich mir live vor der Kamera in die Hose pinkeln. Das hat sich gelohnt. Ja, warte doch. Vorsicht, deine Waffe zieht an. Ah! Das habe ich nicht gerafft. Boah, das habe ich nicht gerafft, ey. Kacke. Ah, Fleet Admiral, jetzt auch mal ein Nerdster Family Mitglied. Du bist ja die ganze Zeit hier. Guck mal, schnell. Gut, dass du auf noch gedrückt hast, schnell. Bevor du uns vergessen hättest irgendwann wieder. Willkommen. Welcome to the family.
ist das ätzend. Das ist nur einer, ne? Also ein Lurch. Kannst du nicht springen und dann? Hat er den gemacht? Mhm. Krank. Scheiße, Elektroschutz. Ey. Alter. Kein Problem. Scheiße, ey. Da sind noch drei, oder was? Zwei. Alter Falter. Wenn du schnell genug kletterst, dann können die dir nichts. Ich glaube das nicht. Ich denke schon. Kein Problem. Lohnt sich zu speichern, oder? Wow. Tiffy schätzt das auch, dass wir quasi nur da an der Stelle, wo er gewesen war, jetzt uns hochziehen. Es regnet, Alter. Wir können gar nicht klettern. Was? Hüpf. Es regnet. Ist ein schlechtes Timing. Er für einen Stock. Alter. Elektrolanze. Oh, guck mal, wer gerade zugeschaltet hat. Die Trollin. Oh, die Trollin. Moin. Hallo, warte wie mal, geht's? Vielleicht hört sie uns noch nicht, weil sie noch Werbeclip hat. Wir warten, bis sie schreibt, ja, als wenn sie hier noch einen Adblocker anhat. Nicht anhat. Ja, vielleicht hat sie gar keinen Adblocker. Für das Twitch. Manche machen das auch für Twitch komplett. Das wäre auf jeden Fall erwähnenswert. Türme gehen immer, sagt sie, okay? Auch bei schlechtem Wetter. Ja, da kann man sich auch richtig festhalten. Oh, nee. Das wird nichts, Alter. Oh, jetzt hatte ich der Alfons. Er hat dich. Er hat dich. Aber er kommt, er blitzt, er blitzt, er schießt einen Blitz auf dich. Noch macht er gar nichts. Ah. Ah, er hat mich jetzt auch. Oh, nee. Ah. Oh. Schubladentrollin, ich habe mir die Werbung weggekauft. Moin. Moin. Grüß dich. Wie geht es? Hallo, wie geht's? Es ist ein super Moment gerade, um ein kleines bisschen entspannte Konversation zu machen. Oh. Kein Problem, alles. Alles kein Themchen. Supi. Okay. Ja, du musst zusehen, dass du gegebenenfalls gleich mal Gas gibst. Ich glaube, jetzt ist noch, sind wir noch unentdeckt. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Ich glaube, sie hat es nicht gemerkt. Das klappt, das klappt. Nicht gemerkt. Das klappt. Du bist weg. Yes! Na, heiß! Oh, yes! Fuck. Irgendwas blitzt hier. Ja, nein. Hier blitzt nichts. Hier blitzt doch nichts. Halt mal kurz an. Inne. So, halte er inne. Oh. Ja, er Linse hat fast die 200. Er ist kurz davor. 199. 199 nein. Stunden. Kranker Scheiß. Okay, er ist auf jeden Fall im Aggro-Modus da unten. Dein Kamel lädt sich schon wieder ganz gut auf. Kaputt ist sie, die Trollin. Ging lange gestern. Aha. Gezecht. Gezecht oder gestreamt? Oder das. Weiß ich gar nicht. Warst du gestern? Hast du gestern lange Schicht eingelegt? Oder? Oh. Gewitter. Krasser Gewitterblitz-Dings. Neues? 0,8 Stunden noch, Linse. Nice. Ah. Ah, nach oben geht's auch nicht. Okay. Oh, da steht wer. Ein anderer? Dude? Ja, ist gerade weg, weil zu weit weg die Kamera ist. Geil, ein neuer Turm. War das auch so ein Blitzmensch, Zauberer? Weiß nicht, was für einer war. Wer stand da einer? Hang da einer ab. Ah, erledigt. Schnell Bier rein. Upsi. Ach so, ich wollte nur die zweite Episode von Dreamfall Chapter spielen. Nach fast 10 Stunden oder so hatte ich das dann auch geschafft.
Upsi. Lernfabi hat schon 35 Stunden auch zugeschaltet. Was heißt hier schon? Also ist ja wohl ein Witz. Ich finde das nicht schlecht. Ich finde das nicht schlecht. Hier, ey. Ah, guck mal. Hier, da ist jetzt hier auf unserem Follower-Counter ist gerade eben der Kollege dazugekommen. Der Kollege Admiral, Captain, ihr wisst schon. Amina kann ja mal kurz auf die einschalten. Dann können wir das mal zeigen. Hawk hat jetzt gerade nur mit Ton am Start gehabt. Oh, du musst dich mal bücken. Da ist unser Follower-Counter. Da. Und da seht ihr, da seid ihr jetzt gerade dazugekommen. Nice. Live. Okay, jetzt hier. Ziemlich hoch. Wenn ich vom Vogelvolk wäre, würde es wohl gehen. Wo kommst du denn her? Von unten. Schreck mich doch nicht so. Wie bist du hier hochgekommen? Wie bitte? Das könntest du mich auch fragen? Mit einer Frage auf eine Frage antworten? Ich sehe schon. Aber gut. Ich bin Forscher und auf der Suche nach dem Vogelvolk. Angeblich soll es hier leben. Hier? Also habe ich mich auf die Suche gemacht. Aber plötzlich bebte die Erde und dieser Turm tauchte auf. Und da ich nicht wieder herunter konnte, habe ich mich eben hier eingerichtet. Scheiße. Aber in schwierigen Zeiten wachse ich über mich hinaus. Dieser Ort ist perfekt für das Erforschen des Vogelvolks. Das war vor ungefähr 40, 50 Spielstunden, dass der da hochgewuppt wurde. Ja, genau. Und wie bist du hier hochgekommen? Kommst du nicht mehr runter? Was? Du kannst fliegen wie das Vogelvolk? Ist das wahr? Ich forsche seit Jahren daran, wie man auch als Hylianer wie das Vogelvolk fliegen kann. Was sagst du? Es ist mehr gleiten als wirklich fliegen? Das macht gar nichts. Anhand der Gleitdistanz kann ich Berechnungen anstellen, die uns irgendwann das Fliegen ermöglichen. Davon bin ich überzeugt. Also, kannst du von hier losgleiten, damit ich sehe, wie weit du kommst? Ich nenne diese Versuchsreihe die Vogelvolk-Herausforderung. Zeige mir, wie weit du gleiten kannst und ich belohne dich, je nachdem, wie weit du gekommen bist. Ja, muss ich dann wieder zum Hoch, aber ich kann mich da drauf porten. Also, zeigst du mir deine Flugkünste? Ich fliege für dich. Ich fliege für dich. Sehr schön. Alter, dein Name wird in die Geschichte der Vogelvolkforschung eingehen. Aber eine Sache noch. Da du eigentlich gleitest und nicht fliegst, ist die ganze Angelegenheit nicht ohne Risiko. Deswegen muss ich eine Gebühr von 20 Rubinen verlangen. Diese kleinen Stricher da draußen, ey. Damit das Ganze im schlimmsten Fall kein Verlust wird. Fliegst du trotzdem? Landepunkt, Windrichtung, Ausdauer. Das sind die Dinge, die du beim Gleiten beachten musst. Gleite los, sobald du bereit bist. Ist egal, wohin? Björn hat 280 Stunden zugeschaut. Schubladentrollen schreibt, bin gefallen. Da habe ich den Kontext schon wieder nicht mehr. Und irgendwer sagte, Hawk sagte eben, er hat nur den Ton angehabt und dann den Sound von unserer... Warte mal, ist egal, wohin ich gleite? Oh, da. Dann gleite ich da hin. Dann hat er doch nicht gezeigt. Er hat doch nach links gezeigt, oder? Waren wir da oben schon? Nee. War das die Erinnerung? Nee, war die nicht, ne? War die? Oh, Sternschnuppe. Ist das. Sternschnuppe. Lass uns zur Sternschnuppe noch schnell. Ja, ich die bin schaffen noch wir. Die schaffen wir. Was sind denn das für komische... Oha. Oh. Nee, schlechtes Timing, Kinders. 350 schaffen wir locker. Schaffen wir noch die 400? Nicht ganz. Fuck. Muss ich jetzt wieder zu mir hin? Wie spät ist es? Marci sitzt davor. Es ist 2 Uhr noch was im Spiel. Und in Wirklichkeit auch. Du hast beim Starten so zuversichtlich ausgesehen, aber am Ende hat es nur für 390 Meter gereicht. Dieses Ergebnis hilft mir nicht besonders bei meiner Forschung. Deswegen kann ich dich nicht bezahlen. Stell dir mal vor, du fährst vom Vogelvolk und dann gib alles. Wie war das? Ist es gefährlich, wenn dir die Ausdauer ausgeht, meinst du? Dann solltest du es wohl so anstellen, dass das nicht passiert. Na, wie wär's mit einem Flug? Hä? Ist hier irgendwo ein Aufwind? Keine Ahnung, Mann. Sollen wir nochmal machen? Wenn man einmal Ladebalken hat, ist die Schnuppe weg. Die Schnuppe ist weg. Oh. Wegen ihm. Aber nee, da ist sie noch. Das ist eine Erinnerung, glaube ich. Willst du es nochmal probieren? Ja. Ernsthaft? Ladepunkt, Windrichtung, Ausdauer. Okay, Windrichtung.